damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Player Minecraft. Moment, ich erkläre mich gleich. Ich habe schon wieder die Musik vergessen. Ich bin so unzuverlässig, was die Musikwiedergabe angeht. Nee. Lalalala, mach mal ganz kurz meine Musik an. Das nicht bis hier. So. Nicht laut, zu laut ist. So, genau. Sehr schön. Also, wir befinden uns hier momentan in meiner neuen Hardcore-Welt. Das hat einen kleinen Grund. Dass ich jetzt was austesten möchte, was ich im richtigen Ding noch nicht austesten kann. Also jetzt nicht sofort möchte, deswegen mache ich das mal hier. Und da haben wir jetzt den Ohr-Sniper. So, den will ich jetzt mal testen. Das ist meine Hardcore-Welt hier. Ich dachte mir, ich zeig dir jetzt einfach mal am Anfang des Let's Plays. Ist schon ein bisschen gut ausgebaut. Da ist ein Zombie-Spawner drin. So, jetzt teste ich da einfach mal. Oder wir gehen mal hier runter. Das ist gerade so eine kleine Vorschau. Warum nicht? Man kann ja mal seine anderen Welten zeigen. Und ich will das jetzt unbedingt mal testen, das Ding. Das ist nämlich... Ich habe nämlich jetzt ein bisschen rumprobiert. Ich wollte erst ein paar neue Skins probieren. Für Zombies und so habe ich mir neue Skins runtergeladen und so, damit es ein bisschen mehr nach Menschlichkeit aussieht bei uns. So, jetzt probieren wir dann den Spaß mal. Wow, Alter. Die kann man auch einstellen. Diamanten? Hä? Das sind Diamanten? Welche Tiefe haben wir denn hier? Das ist doch keine Diamanten. Okay, die Diamanten hier. Moment, das müssen wir jetzt mal ganz kurz gucken. Wenn der nämlich einen Bug hat. Ich habe nämlich gerade eben schon eine Mod installiert und der hat einen Bug. Junge, das ist läppisches Lazuli. Der trollt uns. Nee, guck mal, das sieht anders aus. Achso, habe ich noch an. Ha, okay, gut. Distance off. Ah, das ist natürlich besser. Jetzt wollen wir das Gold auch mal anmachen und das Eisen und das hier, das sind so die wichtigen Dinger. Also Eisen ist ja echt eine Menge, wenn man sich das mal so anguckt, wie viel Eisen hier eigentlich ist. Das Eisen auch mal aus. Das haben wir nur die ganz wichtigen. Das ist aber eine Menge Gold. Könnten wir jetzt theoretisch einfach hier runtergraben. Würde an meine Diamanten rankommen. Und dieser Mod habe ich aus einem ganz bestimmten Grund installiert. Und zwar aus dem, dass wir in nächster Zeit eine Menge Diamanten und so verschwenden werden müssen. Das ist also nicht dazu da, um zu cheaten oder so. Also nicht im direkten Sinne. So ist ich. Kann man hier wieder abbauen? Kann man so abbauen? Geil. Na gut. Wir gehen mal in unsere Hauptwelt. Hier seht ihr schon Hardcore-Modus. Da. Und zwar habe ich hier noch einen ganz bestimmten Grund installiert. Ich habe nämlich noch eine zweite Mod installiert. Ach, wir sind noch im Unterwasseratmungsspaß. Wir machen mal ganz kurz das Resource Pack wieder rein. Wie gesagt, ich habe vorhin mit Ressourcen und mit Texturen experimentiert. Das geht aber nicht, weil die Texturen, die man sich auf... ich habe die von Skin dort, von diesem Skin da, Minecraft Skins, bla bla. Die haben eine ganz andere Auflösung als die Skins von PoorCraft. Deswegen geht das nicht. Leider. So, okay. Und zwar habe ich noch einen zweiten Mod drin, den verrate ich aber noch nicht. Deswegen habe ich auch hinten dran das Internet noch an und werde jetzt gerade mal gucken, wie denn das erste geht. Das ist eigentlich ganz einfach. Da brauchen wir ein Gold. Und vier Eisen. Ein Gold und... Ja, bis 14 ist auch so eine Kunst für sich. Kann ich hier nicht irgendwie... Warte mal. Jetzt Spaß mal hier rüberlegen.
So. Dann gehen wir mal hier rüber. Und zwar wollte ich mir doch einfach mal ein paar neue Waffen craften. Plane Rapier. 6 Angriffsschaden. Der ist fast so gut wie unser Schwert. Ich wollte mir einfach mal wieder ein paar neue Waffen holen und hab mich für den Anime Swap Mod entschieden. 5 wollen wir hier so. Lol, wo ist mein Gesicht? Hä? Was ist das denn? Ich hab, glaube ich, einen kleinen Grafikbug. Aber nur so nebenbei so. Na gut, ich sag dazu jetzt mal nichts. Man sieht es zum Glück nicht. Aber wenn ich den hier mache, ne, ist immer nicht mehr. Na gut. Ich wollte einfach mal so ein paar neue coole Schwerter machen und so einen Spaß. Und deswegen habe ich mich für diesen Mod entschieden. Und das teuerste Schwert, kann ich mal nochmal gucken ganz kurz, kostet mich das beste Schwert. Also mit das Beste, was mir am meisten gefällt. 2 Diamantblöcke, 1 Diamant und 2 Smaragde. Und darum habe ich mich für diesen anderen Mod entschieden gehabt. Und den baue ich mit einfach mal. Und ein. Wenn euch der Mod nicht gefallen sollte, wenn ihr sagt, nein, den will ich nicht drin haben, dann sagt Bescheid und dann hau ich den wieder raus. Aber ich möchte es momentan einfach mal ausprobieren. Ich stehe jetzt einfach mal. Yeah. Achso, habe ich ihn angemacht, so? Lol, jetzt sind wir die Kohle an, da überall. Gut, dass wir nach Kohle suchen, brauche ich wirklich nicht. Genauso wie nach Redstone, nicht die suchen brauche. Da sind immer ein Eisen. Eine Menge, Alter, wie viel Eisen ist das? Okay, ein Eisen brauche ich, glaube ich, auch nicht so. Obwohl Eisen, ja. Sieht man gar nichts mehr. Hatten wir denn eine Mine oder sowas? Irgendwas in der Richtung? Ich weiß es gar nicht. Ich stehe nochmal hier auf, ganz kurz. Ich weiß ja gar nicht die Reichweite von dem Ding. Achso, Descent. Achso, ja. Die Turns würde ich einfach offline machen, weil der Stopp interessiert mich nicht wirklich. Alter. Ich hatte, zudem habe ich mir noch einen anderen Mod versucht zu installieren, aber der ging nicht. Und zwar hieß der andere Mod, warte, erstmal offline wieder. Und zwar hieß der andere Mod, Little Resources. Das wollte ich eigentlich in Einklang miteinander bringen, dass die Little Resources, da bauen wir übrigens später weiter, das, da muss ich mir was anderes überlegen, das dauert sonst viel zu lange, habe ich in der letzten Folge, mitbekommen. Deswegen lege ich das Glas erstmal weg. Glas erstmal weg. Glas. Das Glas habe ich jetzt mal hier mit rein. Es dauert viel zu lange, habt ihr ja selber gemerkt, dass das ewig gedauert hat, bis ich da was erreicht hab. Lol, hier liegen meine ganzen Diamantsachen auch drin. Moment. Flup und flup. So, auch das ist sortiert. Und jetzt sortieren wir mein Inventar nochmal ganz kurz. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt ein zweites Schwert. Ich würde die auch bevorzugt nehmen, einfach mal gerade so ein bisschen, weil es macht einfach Spaß, keine Ahnung, ich finde die cool. Ah, Splinterungsschwert lasse ich trotzdem bei mir. Die haben halt keine, ich glaube, die kann man auch nicht verzaubern, oder? Ich muss mal ganz kurz gucken, aber ich glaube, die kann man nicht verzaubern. Autsch. Kann man die denn verzaubern?
Die kann man verzaubern. Lol. Bann und Haltbarkeit. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Ja, und ich würde einfach sagen, wir legen mal los und sammeln mal so ein bisschen Zeug. Ich weiß nicht, wofür. Ich weiß nicht, wofür ich das sogar nehmen sollte. Ich überlege gerade. Also auf jeden Fall hätte ich nachher noch ein paar Iron Golems gerne und ich hätte gerne noch so. Ich probiere das Ding jetzt einfach aus, ist mir egal. Ich habe jetzt gerade Bock zu. Ich wollte ein paar neue Mods installieren, aber mit, das Problem ist mit, obwohl. Wir sehen uns mal gleich wieder. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Wir gehen nochmal zurück. ich habe mir noch einen Mod installiert. Ich habe mir noch zwei Mods installiert gerade. Ich weiß gar nicht, ob der eine arbeitet schon. Das habe ich gerade gar nicht geschaut. Werden wir gleich sehen. Ne, hier geht's nicht nach Hause. Ja, ich habe noch zwei Mods installiert. Der eine Mod nennt sich Crafting Guide Mod. Den habe ich mit installiert, einfach damit wir das nicht nebenbei noch Facebook, Internet laufen lassen müssen. Also ich kann jetzt über ein Craft-Item, was ich mit mache. Ja, und der funktioniert auch geil. Okay, also hier haben wir jetzt so einen neuen Mod, der signalisiert uns einmal, ich kann es gerade schlecht zeigen, einmal da, an dem grünen Helm da, dass es ein guter ist, an dem John sieht man das Leben und was es ist. Das finde ich ziemlich geil gemacht. 22, 21. Da, vor allen Dingen ist das gut für die Pferdezucht. 20, 22, 24 hat das hier. Ah nee, das, und es zeigt uns natürlich an, was es ist. Das ist interessant, okay. Oh, dann crafte ich mir mal ganz kurz so ein Ding hier noch. Dazu brauche ich eine Workbench. Moment. Eine Workbench. Dann brauchen wir auf jeden Fall... Habe ich Zuckerrohr? Ja, habe ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Keine Ahnung, wie viel ich brauche jetzt. Nehmen wir mal alles mit. So. Zuckerrohr. Und Leder brauche ich. Leder. Ich brauche auf jeden Fall Leder, 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 Leder. Hab kein Leder, gell? Ich dachte schon, das war's der Bus. Leder. Ich habe kein Leder. Das ist nicht gut. Dann gehe ich mal kurz schlafen. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo vier Kühe schnetzeln können. Wir brauchen nämlich vier Bücher für das Buch. Und das finde ich eigentlich an sich momentan ziemlich geil, die ganzen Mods. Es ist nun mal so bei Minecraft, also finde ich zumindest, dass man sich ab und zu mal was Neues holen muss. Huh. Und da kommen die ganzen Mods sehr gelegen. Und ich habe jetzt gerade auch mal, während ich die Mods installiert habe, nochmal überlegt, so wegen des Mods, ob ich wegen dem Mod hier ein schlechtes Gewissen haben sollte. Aber... LOL. Das hat mir gerade durch den Baum angezeigt, dass da ein Skelett steht mit 8 Leben. Hui, ins Gesicht. aber man muss mal sagen, das hier ist ja die Zweitwelt. Das ist ja... Das ist so geil, der Mod. 7 Schaden haben wir zugefügt. das ist ja hier die Zweitwelt und da sind wir nur 100 Folgen. Da ist es eigentlich ganz cool, weil wir verbringen nur ein Viertel unserer gesamten Zeit in der Gegend hier. Da ist es doch eigentlich ganz cool, dass man einen Mod hat, mit dem man ein bisschen schneller vorankommt und sich nicht noch so aufs Erbsammeln hier konzentriert. Momentan halt einfach. Ich brauche Kühe. Ich brauche vier Kühe. Kühe, wo seid ihr geblieben? Ihr habt euch dem Dunkeln verschrieben. Wo seid ihr Kühe? Ich brauche doch nur vier.
auch schlimm mit den Kühen, ey. Wir müssen hier irgendwann welche zulegen, weil ich wollte mir auch so einen Pokéball-Mod installieren. Der war auch nicht schlecht, der ging aber nicht. Das war einfach, du craftest dir Pokébälle, die waren noch nicht billig. Und dann kannst du den Pokéball auf irgendeinen Mob werfen, kann auch ein Creeper sein, ist egal was. Und der ist dann in den Pokéball drin. Du kannst den nicht tamen damit oder so, aber du kannst ihn damit transportieren. Creeper, du könntest ihn zum Beispiel nur 5 Creeper fangen und dann zu deiner Mine transportieren und dann da freilassen und explodieren lassen. Dann hast du sowas wie transportables TNT. Oder du transportierst halt Kühe und so einen Spaß, um keine Leinen mitnehmen zu müssen und die über Kilometer... Ne, weißt du schon Bescheid, ne? Aber ich brauch... Ey! Boah, war das knapp. Eigentlich gerade nur Kühe. Aber ich sehe keine. Schrägstrich finde keine. La 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 la. Schweige davon, habe ich gerade kaum noch Leben. Wenn mich jetzt hier irgendwas anfällt, dann war's das. Was hab ich da draußen? Apfel. Apfel. Hier war doch Kuhplatz, oder? Hier waren doch immer Kühe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier immer ziemlich viele Kühe waren. So langsam erinnere ich mich an die Gegend denn hier auch wieder. Da hinten müsste dann irgendwann Abgrund kommen hier. Ich sehe aber keine Kühe mehr. Das ist doof. Ich will Kühe haben. Kühe. Hier sind keine. Wow, was ist denn hier los? Ich sehe die Haltbarkeit von dem Zeug auch gerade gar nicht, leider. Gab's auch gerade so einen Duration-Mod. Den habe ich mir auch überlegt, ob ich ihn runterlade, aber ich wollte es ja nicht übertreiben jetzt. Wir haben momentan 10 Mods installiert, das ist schon mal ziemlich geil, so habe ich noch nie installiert. Man weiß nicht, früher habe ich es auch nie hingekriegt, mittlerweile ist es ziemlich einfach für mich, Mods runterzuladen. Aber auch schon ein gewisses Alter dafür, oder gewisse Brainless, Brainless nicht eigentlich, aber, ach egal. Man braucht eine gewisse Brainless, um zu viel Stuss zu haben. Viele haben mitbekommen sicher, dass momentan, 2 Minecraft-Let's Plays gleichzeitig pro Tag kommen. Hatte ich ja, glaube ich, in der letzten Aufnahme schon mal angekündigt. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt auch auf... Also, ab heute geht das los mit den 2 Minecraft-Let's Plays. Ich sag's aber jetzt schon mal. Weil ich momentan so viel Minecraft aufnehme. Puh. Plünderung. Ach, komm schon. Niemand will dein Fleisch, ich will... Verdammt nochmal dein Leder! Ich will dein Leder. Ja, es wird momentan 2 Minecraft Space geben, weil ich so viel Minecraft momentan aufnehme und so viel Spaß an dem Spiel einfach wieder habe. Also was heißt wieder? Also ich habe momentan viel mehr Spaß als sonst an dem Spiel einfach. Weil die ganzen Mods und Texture Packs, die ich jetzt habe, einfach das Spiel so schön verändert haben, dass... Kühe! Dass es wieder richtig Fun macht. War doch gerade noch da ist. Und da haben wir unser Leder, sehr schön. Dann machen wir uns mal ganz kurz hier, ja, Workbench. So, dann machen wir uns mit der Workbench noch eine Workbench. Dann machen wir uns aus dem Zucker, was wir vorher noch gefunden haben, ein bisschen davon. Dann machen wir uns daraus mal ganz kurz ein paar Bücher. Wir brauchen aber nur 4. Und ich glaube, es war so. Haha, Crafting Guide. Da haben wir es doch. So, du stirbst trotzdem. Ich will dein Leder. Ich liebe Plünderungsschwerter. Genau, wir haben 7 Leder. Hey, und, hä, es geht's, hä? Wie geht das auch wieder? Ich verstehe es manchmal nicht. Auf jeden Fall schon einfach nur so ein Grafikbug. Na egal. mit R aufräumen. Ja, das ist nicht wirklich aufgeräumt, aber na egal.
Ja, und dann würde ich sagen. Hier war doch noch eine. Ist da noch eine? Ich höre es doch. Wo bist du? Kuh. Du Kuh? So du Kuh? Hab ich denn Fackeln mit? Ich habe Fackeln mit. Boah, was ist das denn für eine fulminante Schlucht? Muss ich so, wie ich bin, ja mal runter. Den packe ich später aus. So. So. Oh. Und hier waren wir anscheinend nochmal drin. Na dann, ist so Zeit für dich. Also du sollst mir natürlich nicht das, nicht das. Wow. Okay. Ach, Kohle brauche ich gerade nicht. Eisen. Ich fühle mich trotzdem schlecht, das Ding zu benutzen. Ich weiß es irgendwie nicht. Irgendwie. Ich stelle es. Warte mal, wir machen das so. Ich stelle es auf. Ich stelle es auf Lapis ein, ich stelle es auf Eisen ein und ich stelle es auf Gold ein. Oder nee. Machen wir nur Lapis und Gold. Genau, machen wir so. Weil mit dem Gold craften wir uns ja eigentlich nur so Gegenstände, können wir, ja, die nicht weiter von Bedeutung sind. Genauso wie mit Lapis. Lapis ist ja nur zum Geldfarmen. Ne? Machen wir auch so. Dann bekommen wir auch schnell Lapis und so einen Spaß. Okay, na dann. Aber ich will den. Das sieht hässlich aus. So. Gold. Gold, 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 Gold. Dann kann ich mir nämlich auch mal eine Uhr craften. Diamanten werden wir auch so noch finden. Oh, das ist ja eine Eisenspitzhacke. Es ist eine Eisenspitzhacke. Ich finde das ja gerade ziemlich kacke. Ich dachte, es wäre eine Full-Life-Diamant-Hacke. Naja. Moment. Hahaha. Ich habe gerade nur Stein dabei. Ja, da müssen es halt zwei Steinspitzhacken sein, geht nicht anders.